So Leute, herzlich willkommen jetzt im neuen Part, das ist jetzt eine Sekunde einfach rangeschnitten. Also ich sag jetzt nochmal mein Fazit zum Spiel, das Spiel war richtig geil. Ich habe ein bisschen zu lange gebraucht, ich habe ein bisschen zu gefailt, ein bisschen geraged. Ich finde, dieses Spiel war ein guter Start für die Wii U, aber jetzt hat es natürlich nicht so reingehauen. Super Mario 3D Land, 3D World war natürlich eindeutig noch viel geiler, muss man dazu sagen. Auch wenn ich fand 3D Land auf dem 3DS nicht so cool, weil ich da irgendwie nicht gut drin war. Und 3D World war ich jetzt auch nicht so gut, aber ich fand 3D World lustig. Guck mal, im Hintergrund ist übrigens ein Pilzhaus und ein, das Schloss. Und eben ist da auch ein, wie heißt da, langgelaufen. Mopsy langgelaufen, genau. Werde ich das Nachfolgerding Let's Play New Super Luigi U, den DLC, der hierfür rauskam, zum Jahr des Luigis, vielleicht. Also ich habe ihn hier, ich werde ihn 100% Let's Playen, aber wann, weiß ich noch nicht. Weil ich glaube noch nicht danach, weil ich dann erstmal danach eine kurze Mario-Pause brauche. Und erstmal andere meine Projekte beenden will und erstmal Neueres anfangen will. Auch ein Mario-Projekt, aber das ist noch geheim, also das ist Together und ja. Ich würde sagen, das Spiel war schön. Highscore ist 0, steht, lese ich gerade hier. Könnt auch mal ein bisschen auf die Namen an, aber ich bin gerade beschäftigt mit dem Münzen sammeln, ne? Ah, und ich sehe gerade die Yoshi speien die Münzen aus. Das ist sehr lustig. So. Lol. Also, ich fand das Spiel ist richtig geil gemacht. War ja auch schön mit der HD-Grafik und so. Waren viele nette Neuerungen drin. Aber damals, wo das Spiel halt rauskam, gab es deutlich zu über. Da kam jedes Jahr. Und in dem gleichen Jahr kam ja auch vorher noch New Super Mario Bros. 2 raus. Also es kam zwei Mario Brothers in einem Jahr raus und das fand ich zu viel. Und deswegen haben sie ja jetzt auch das deutlich gewusst und haben jetzt zwei Jahre keinen NSMB-Teil, also New Super Mario Bros. Teil, mehr hochgebracht. Und das finde ich auch gut so. Ich finde, es bräuchte jetzt auch erstmal keinen, die sollen brauchen eine kurze Auszeit. Sie haben halt dieses 3D Super Mario 3D World und jetzt ist, wurde ja, irgendwann kommt da noch ein neues Ende. Aber ist das wirklich das Ende? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurden einen Stern hinzugefügt. Du kannst jederzeit im Menü speichern. Aha, was ist das? Die Röhre bringt dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in die Röhre und probier's aus. Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Alle. Ach übrigens, du hast schon alle Sternmünzen gesammelt. Alle Sternmünzen in Peach Schloss gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Für den Superstar Boulevard. Wie in Super Mario World gibt es das hier. Aha, geil. Die Level kenne ich auch alle noch nicht. Du hast alle Level inklusive denen Peach Schloss geschafft. Glückwunsch, dir wurde ein zweiter Stern verliehen. Du hast alle Sternmünzen inklusive denen aus Peach Schloss geholt. Dir wurde ein dritter Stern verliehen. Ja, wir wollen speichern. So, Leute, also wir halten fest, wir haben den ersten Stern bekommen, alle Tortoise sind jetzt irgendwie da, wir haben den ersten Stern bekommen, weil wir das Spiel, weil wir die Story abgeschlossen haben, den zweiten Stern, weil wir alle Star-Münzen, jeden Level durchgespielt haben und den dritten Stern, weil wir alle Star-Münzen gesammelt haben. Ich glaube, man bekommt einen vierten Stern, wenn man dann in alle Level in der Star-Wood geschafft hat und noch einen fünften, wenn man da alle Star-Coins hat. Bin ich mal gespannt, aber wir gucken jetzt erstmal, was in diesen beiden Tortoisen da ist. Superstar Boulevard, geheime Insel. Gleich mal zur geheimen Insel. Geheime Insel, lilanes Tothaus, glaube ich. Oder Magneta oder was auch immer es ist. Ha?
Oh, das sind die Statistiken, ist ja cool. Gesammelte Münzen 11.576, ja, da kommen wir bis mit New Super Mario Bros. 2 nicht ganz hin. Gesammelte Sterne 224, plattgestampfte Goombas 48, gesammelte Items 392. 392 Items. Geil. Gesammelte 3 Abmonde 0, die geben dir 3 Abs. Ich könnte mal sagen, im ersten Level ist ganz oben einer, wenn man direkt startet. Da kommt man aber nur mit diesen Boost-Blöcken drin. Das ist ja dieser Modus, wo man dann so 5 spielen kann, wo der mit dem Gamepad halt nur solche Blöcke machen kann, um die Leute zu ärgern oder halt um die Leute Sachen zu bringen, indem sie zum Beispiel abgründen können. Und da sind halt dann überall in den Level solche Monde versperrt. Ich spiele halt allein und kann da natürlich das nicht machen. Deswegen habe ich keinen 3-Up-Mond gefunden. Distanz auf Boost-Blöcken 0. Distanz auf Mini-Boost-Blöcken 0. Konnte ich natürlich nicht. Erreichte Zielfehde 111 mit Yoshi, erreichte Ziel 2 mit Baby Yoshi, erreichte Ziele 5. An Zielfehde gesammelte ein Ups 43, ausgelöste Zielfeuerwerke nur 18, erhaltene Applause 150 und 9 geschmappte Mopsies. So, da war dann mal ein nette Paketmann da. Ich musste für Nachbarin wieder Sachen annehmen. Bestellt immer bei QVC, meine Oma auch. So, wo waren wir stehen geblieben? Erhalten den Applause 150. Was sind die Applause? Da weiß ich gar nicht, was die Applause bringen. Was bringen denn die Applause? Geschnappte Mopsies neu. Was bringen die Applause? So, es dauert lange. Superstar Boulevard Abschuss. Also, Applause, die kamen ja ab und zu mal dieser Kinder ab. Achso, bestimmt, wenn man solche Münzen-Secrets gefunden hat. Oh, lol, da sind wir gleich schon drin. Superstar Boulevard. Mit 4 Tothäusern. Aha. Sieht schön aus. Ups, ich wollte gar nicht das Inventar. Ich wollte nur mal hier die Sterne zu zeigen. Hier gibt es ziemlich wenig Level, ne? 30, 30, 36, 27, 27, 27, 24. So. Superstar Boulevard gibt es 9 Level, die spielen wir dann auch noch alle. Ups, da bin ich in die falsche Richtung gestartet. Ist das eins? Ja. Und ich würde sagen, wir starten gleich schon mal mit dem ersten Knochenbahn gehen, Himmel. Vielleicht schaffen wir den ja. Oh, lol. Ich dachte, es ist jetzt im Weltraum, aber nein. Hoffentlich sind die Level jetzt nicht so schwer, ich glaube, die sind schwer. Die Level. Zumindest schwerer als normal. Naja, wir wollen einfach nur die Star Coins haben. Fuzzis. Erste Star Coin. Ein Pilz kommt zu mir. Wie so ein Stern. Okay, zweites Starcoin schon. Kann jetzt wenig reden, weil ich mich hier mega konzentrieren muss. Nein! Ich hoffe jetzt, wir sterben einfach nicht. Wie der Level einfach nur Hardcore ist. Yo! Yo! Kann's auch ein wenig übertreiben. Ich sehe schon, die Folge wird ein wenig größer. Jawohl. Ach, geil. Haben wir schon den ersten Level 100%. Cool. Nehmen wir gleich noch den zweiten Dings mit. Ich habe ja gesagt, es wären 50 Folgen. Ich glaube, das ist der 44. Part. Ich glaube, das ist der 44. Part. Es wären 50 Folgen, habe ich gesagt. Ne?
50 Parts. Könnte sein, dass wir es sogar schneller schaffen. Und jetzt gibt es hier übrigens die coolen Items. Pinguinanzug und Dings. Und ich habe natürlich nicht aufgepasst. Ich bin doch hohl. Oh, ich bin... Komm, wir sagen einfach mal vierte Stelle. Ist meine Lieblingszahl. Erste und dritte. Ich habe noch überlegt. Erste und dritte. Ach man, dann würde ich doch mit meiner Lieblingszahl anfangen. Ich bin mal wieder dumm gewesen. Ich kann das nicht. Wieso muss auch das kommen? Das mag ich gar nicht. Das ist das, was ich am wenigsten mag. So, aber hier gibt es halt die super, super Anzüge. Superstar Boulevard. Weiterlaufen bitte. 2. Oh, nein. Sieht hardcore aus. Oh nee, solche Level gab es auch in New Super Mario Bros. 2. Jump'n'Run Level und solche mag ich nicht. Puh. Aber wenigstens ist der leicht. Junge. Junge. Hier gibt es natürlich auch keine Hälfte mehr. Das war mies. For the win, Andy. Geil. Die Level sind hier aber relativ lang, habe ich das Gefühl. Werden wir dann bei New Super Luigi nicht mehr haben, dass die Level lang sind? So viel kann ich schon mal sagen. So, 1. Oh, scheiße, das hätte ich nicht sofort aktivieren sollen. Hier hätten wir den Panzer gebraucht. Natürlich hätten wir den Panzer hier gebraucht. Tricky, 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 tricky. Das ist eine Mega-Herausforderung. Oh, die Level werden hier schwer, Leute. Ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich diesen Level nochmal spielen werde. Bis dann und ciao. Und es gibt ja keine Hälfte mehr, deswegen wird es schwer. Bis zum nächsten Part, bis dann und ciao.